Ein großes Problem ist es ja heute ganz offensichtlich, dass zu viele Leute, sowohl Frauen als auch Männer, glauben, es steht ihnen irgendetwas fürs Nichtstun zu. Für ihre bloße Existenz also glauben, die Respekt ernten zu können, einen guten Job abzugreifen, viel Geld zu machen und einen hochwertigen Partner zu verdienen und so weiter. Und diese Einstellung, die wird ja auch medial genährt, könnte man sagen. Ganz einfach, indem man die wirklich Hochwertigen, die Aristokraten, also die Leistungsträger, diffamiert und madig macht, wo man nur kann. Wir haben hier also nicht nur eine Schneeflöckchengesellschaft par excellence, sondern ganz klar auch eine Pöbelherrschaft, bei der man das Unterste zu Oberst kehrt. Das große Problem dabei ist, dass durch fehlende bzw. umgekehrte Hierarchien die Qualität der Gesamtheit, naja, vorsätzlich oder nicht vorsätzlich, immer mehr abgesenkt wird. Gesunde Beziehungen zwischen Mann und Frau leiden, wie man an den Single-Statistiken sehen kann. Und nicht zuletzt auch der jetzt schon ins Bodenlose gestampfte Bildungsstandard, der wird künftig noch mehr seinen Tribut zollen. Viele Altprofessoren gehen ja davon aus, dass ganze 2/3 der Studieranfänger nicht mal studierfähig sind und man auf Deutsch gesagt Schwachköpfe heranzüchtet. Also eines ist ganz klar, künftige Generationen, die werden ganz schön in der Tinte sitzen und früher oder später die Aristokraten, also die Leistungsfähigen, geradezu drum betteln, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen.